Also mitten, weiß nicht, um 2, 3 in der Früh allein würde ich nicht gern da herumgehen. Aber ich fühle mich da in Österreich sehr sicher, wenn Sie das meinen. Ja? Mhm. Aber mir kann jederzeit was passieren. Weil, weiß ich nicht, ein Unfall haben, kann überfallen werden. Es kann in der Schweiz passieren, in Deutschland, überall. Menschen, die hier wohnen, sind viel Immigranten, die natürlich irgendwie teilweise manchmal gewalttätig werden müssen, unter Anführungszeichen, weil einfach kein Geld da ist, also weil einfach eine tiefe Armut da ist. Und da verstehe ich dann auch teilweise diesen Zug, also weil es einfach mit tiefem inneren Trauma das entsteht und da kann es gar nicht mehr wirklich handeln. Also da handelt nicht der Mensch, sondern da handelt das Trauma da. Also es gibt schon gewisse Straßen, da gehe ich allein im Finstern nicht so gern durch. Aber prinzipiell finde ich, ist es ein Bezirk wie jeder andere. Es kommt halt, wie gesagt, immer auf die Straße drauf an. Also generell kann man jetzt nicht sagen, dass jetzt ein Bezirk besonders sicher ist und einer besonders unsicher. Es kommt darauf an, was für Leute mir entgegenkommen, wie einsichtig die Gegend ist und ob ich allein unterwegs bin oder nicht.